Hallo, hallo, hallo. Habt ihr ihn auch schon? Diesen leckeren blauen Lotus? Also ich kann ihn wirklich euch nur ans Herz legen, denn er ist magisch. Nochmal so ein bisschen Hintergrund zum blauen Lotus. Lotus, nicht wirklich, sondern eher Seerose. Das passt schon eher. Traditionell der hat in vielen, vielen, vielen Kulturen, hat er immer wieder, hat diese Seerose bzw. Lotus generell auch immer wieder eine tiefere Bedeutung. Im Hinduismus, im Buddhismus, in China, aber auch in Ägypten finden wir den blauen Lotus immer wieder. Und wenn du dir die Pflanze anschaust, dann ist das etwas, was tief unten im Schlamm wächst und wirklich aus dem Matt. Na? Und aus diesem Matt heraus, da, er blüht, naja, noch nicht ganz, aber da wächst dieser Lotus durch das Wasser hervor. Das heißt, er ist fest verwurzelt und geht durch die Lebensenergie. Ne? Wir bestehen ja so 60 bis 80% aus Wasser, je nach Anatomiebuch, ist mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Je älter wir werden, wird das Wasser immer so ein bisschen schmuddeliger. Deswegen ist es ganz gut, das Wasser mal wieder in Bewegung zu bringen. Der blaue Lotus fließt oder wächst generell erstmal durch das Wasser und dann legt er seine Blätter oben auf die Wasseroberfläche in Leichtigkeit. Das ist jetzt nichts mehr mit Anstrengung verbunden, sondern die schwimmen dort oben und fangen dann an, das Licht einzusammeln. Es fängt an, die Energie einzusammeln. Man sagt auch gerne, Lotus und Seerosen sammeln die Sonnenstunden, also die Wärmestunden sammeln die insgesamt. Das heißt, diese ganze Yang-Energie, die ganze Sonnenenergie wird dann nach da unten transportiert, so mit Leichtigkeit durch das Wasser, leicht schwebend und bewegend, und wird in dieser Knolle, in dieser Wurzel, wird es gesammelt. Und dann kommt die Blüte hervor. Und diese Blüte öffnet sich meistens am Vormittag. Nicht mehr am späten Nachmittag, wobei es auch nachtblühende Seerosen in Richtung Himmel. Er steht sogar noch ein Stück weit über dem Wasser und es öffnet sich dann die Blütenblätter zur Seite und drinnen ist dieser gelb-goldene Kern. Also wirklich wieder hier sehen wir wieder diesen Sonnenaspekt, diesen Yang-Aspekt. Und der Lotus, der blaue Lotus in diesem Fall, das ätherische Öl, verbindet quasi die feminine Energie und die maskuline Energie in sich. Er ist ein wahnsinniger Balancierer. Im Alter, also früher wurden dann die Samen des blauen Lotus auch gesammelt und wurde so ein bisschen verrieben und dann wird das so zu sich genommen, so als ein Tee und das ist auch so ein bisschen ein Halluzinogen, ne? Also es hat dann so ein paar, ja, Grenzerfahrungen könnte man jetzt auch sagen. Aber man kann auch sagen, dass es nicht unbedingt nur Grenzerfahrungen waren, sondern es war so etwas, was dich aus diesem menschlichen Festgefahrensein exponentiell geöffnet hat. Und diese Erfahrung, diese Ausdehnung und dieses nicht festgefahrene Sein, das hat es dann wieder in dich hinein verankert. Und das heißt, es ist dann einfach. Und daher auch dieser Name, es ist das Öl der Träume. Also mit diesem nicht greifbaren, mit diesem, ne, die meisten von uns träumen ja und wachen auf und sagen, ja, ich habe geträumt, aber ich weiß nicht mehr was. Und in den Träumen verarbeiten wir natürlich auch innere Dinge. Und der blaue Lotus fördert Durchhaltevermögen, er fördert Geduld, er öffnet unseren Verstand für Möglichkeiten, die jenseits sind, also aus der Box mal raus. Wie fantastisch für den Frühling, da geht es auch darum, aus der Box rauszukommen. Er hat aber auch eine Sanftheit, eine Behutsamkeit, eine Leichtigkeit und da drin ein Selbstvertrauen. Also nicht dieses aktive Machen, 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 sondern aus sich heraus entstehend und er eine ganz starke Kraft dadurch dann eben auch, weil er aus dem Wasser kommt, unsere Wasserenergie, ne, unsere Lebensvitalenergie auch wieder aufzubauen und zu stabilisieren. Ich gebe am 19. Februar einen Workshop zum blauen Lotus. Dafür brauchst du den blauen Lotus und es geht darum, träume nicht nur deine Träume unbewusst, sondern lass sie real werden. Und diese 2 Stunden,
Da wird auch ein Layering mit dabei sein, wo es darum geht, die emotionalen Dinge, die uns da so im Weg stehen, freizugeben, sodass wir wirklich einen guten Kontakt zu unseren Träumen haben, sodass wir sie verwirklichen können. Und natürlich ist Aromapressur mit dabei. Es wird ein Quickie geben und es gibt eine große Behandlung mit dem blauen Lotus. Also, ich freue mich auf dich. Wenn du Fragen hast, schreib sie in den Kommentar. Bis dahin, ciao und tschüss.